Willkommen zurück zu Final Fantasy X. Yay! Wir haben beim letzten Mal Sin runtergeschossen. Ja, und jetzt können wir mit Auron reden. Auron! This isn't over. Not yet. Ach was. Ja. Ich sag nicht so weit. Ich dachte, diese witzlosen Kämpfe, die wir da auf dem Luftschiff oben hatten, waren jetzt alles. Ja. Kimari. Hi. Sin still lives. Kimari knows. Das wissen wir alle. Ich wollte gerade sagen, das ist kein Geheimnis. Any last minute supplies before the showdown? Siehst du, selbst Rin weiß, dass wir noch gegen den kämpfen müssen. Nö, ich will keine. You're selling stuff now? But of course. Once Sin is gone, we'll need to be rebuilding home, you see. Man, your dedication is really astounding. Ja. Allerdings brauchen wir halt auch Geld, um eine riesige Anlage mitten in der Wüste zu bauen. Zugegebenermaßen, nicht wahr? Das heißt, sie haben vor, das Heim dann irgendwo anders hinzustellen. Ich meine, die werden ja bestimmt ein bisschen was gegen die Vorurteile gegen die Albed machen können. Vielleicht. Wenn die Albed einmal Sin komplett vernichtet haben. Ja. Das sollte normalerweise helfen. Lass mich hoch. Ja, da mit dem Kurvenlaufen hatten wir doch schon mal. Die Hauptkanone ist völlig hinüber. Sorry, wir können sie nicht reparieren. Oh. Frechheit. Warum nicht? Ja. Geht nach draußen. Wir fliegen jetzt auf Schienen zu. Packen wir es an. Ja. Ja, vielleicht ist das Zeichen mit den Eckenklammern. Vielleicht soll man das einfach über Schienen aussprechen. Alle Worte, die in Eckenklammern stehen, die spricht man mit Sch aus. Ja. Selbst wenn es der Tempel von Jose ist und der gar keinen vernünftigen Laut dafür hat, aber... Jose! Oder Yoshi! 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 Der Tempel von Yoshi! Was? Warum ist ja eine so komische Kameraeinstellung? Ah. Und wo ist Sid? Keine Ahnung. Spielst du Blitzball? Nein. Nee, beide Arme abgeschossen zu bekommen und irgendwie das Rückgrat abgehackt zu bekommen, ist bestimmt voll angenehm. Ausrufezeichen! Hast du mich erschreckt? Boah, auf einmal springt er in seinem Sitz nach oben und schreit. Boah. If I summon an Aeon, you Yevon will join with it. But at first, it'll be small, won't it? Ja, also müssen wir nur die Bestie verprügeln. Then we might be able to beat it without the final summoning. Die gibt's ja auch gar nicht mehr. Ja. Hört auf davon zu reden. I don't know. What if you Yevon jumps again? Then we'll take it down again. Dann killen wir alle Besties der Welt. Ja. Ich meine, was hält uns davon ab, einfach nichts zu beschwören? Tja, ne? Genau das. Ja, genau das ist das der Grund. Wir wollen ja, dass die Astra ruhen. Also beschwören wir sie, damit wir sie verprügeln können. Damit wir sie alle umbringen können. Dann ruhen sie auf jeden Fall. Aber die kommen nach 20 Runden noch wieder. Nein, nach 20 Kämpfen. Ja, ja. Wir müssen einfach nur nie wieder kämpfen. Ja, eben, null Encounter-Rüstung an. The dream of the faith. You won't go away, will you? About that. Sheen! Pre-rendered Land. Ja, da ist er wieder. Oh Gott, der Flügel! Und seine extra Flügel rausgeholt. Sind seine Arme da schon wieder nachgewachsen? Nee, es sind seine Beine. Seine hässlichen Froschbeine. Steht er da jetzt einfach, oder was? Ja, der schwebt da jetzt eine Runde. Gibt an. Wie viele dramatische Kamerafahrten an Sin vorbei wir jetzt schon hatten. Mit dem Luftschiff. Ja, vielleicht hast du den keinen Schwebemodus. Jet. He's waiting for you. Also er bleibt da jetzt stehen. Well, son, the main gun is still busted. We can't give you any cover fire. Ja, whatever. So richtig hilfreich war der bis jetzt auch nicht. Eben. We'll do the rest. Ich bin mir sicher, dass Arnie mal den Arm auch einfach hätte abreißen können, wenn sie gewollt hätte. Macht immer in 54.000 Schaden mit Chaos-Dimension. Na.
Du hast vergessen, Blitzballzeichen zu machen, Waka. Ja, und Valve hätte mit dem Solarestrahl auch abschießen können, macht irgendwie auch 37.000 Schaden. Ja. No mistakes, or I'm gonna tear out that mop you call hair. Trust me. Me take you there. No problem, ja? Yeah? Ja? Verdammt, Brüderchen, das ist Waka geworden. Nein! Just you and me. Anima? Wir sind diejenigen mit Solaris-Waffen, wir machen das schon. Ja, der Rest kann hier bleiben. Ja. Jetzt muss ich nochmal nach vorne laufen. Oh. Warum? Backtracking! Warum? Was soll das? Wenn das Spiel mich mobben. Bzzz, bumm. Bzzz, bumm. Rob. Tom, 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 tom. Und nach oben. Yay. Aufzüge! Wehe, das war jetzt nicht mein Ziel. Wehe, ich muss nun vorne nach Sid. In Wirklichkeit hin. Schauen wir mal. Spannung. Spannung. Nein. Ja, Musik ändert sich. Yep. Ich sehe eine pre-renderte Cutscene. Ach, ist in-engine. Ja. Boah. Iris Wipe. Here we go! Guck mal, plötzlich sind wir nicht mehr in Animation Button. Here we go! Plötzlich sind wir in Engine Land. Naja. Die Party, die wir draußen hatten, läuft nach vorne. Ja. Von Sin angezogen. Hat er da eine Stadt auf dem Rücken? Ja. Also was er eine Ekstase-Leiste. Guckt seiner Kant da raus? Ja, in der Tat. Hm, cool. Ja, dann was tun wir denn am besten mal? Sin ist wahrscheinlich zu weit weg. Für Judas Nahkampfangriff? Vermutlich. Tidus, kannst du ihm sagen, dass er heran soll? Nö. Nö, kann Tidus nicht. Ach, Tidus. Was machst du denn? Mach mal Hastgar. Kein Grund zu sparen. Hastgar! Ja, schießt der Kampf gegen Sin. Ja, eben. Von Sin angezogen. Ich fühle mich von Sin auch immer sehr angezogen. Lululand-Konfrontation! Guter Zeitpunkt dafür, Lulu. Guter Zeitpunkt. Nice. Nice. Offensichtlich ist es eine Konfrontation. Ja. Wenn er den Status ändert. Okay. Dann setz doch mal Hastetes Folger ein. Oh ja, das macht auch nicht Schaden. Folger. Folger. Sind wir nah genug dran für Auron? Das kannst du mal ausprobieren. Irgendwie. Tech mal den Panzerbrecher drauf. Nope. Nope. Entfernung ist zu groß. Da kannst du einen Walker einwechseln, der kann schon angreifen. Oder einen Kimari, der kann auf jeden Fall angreifen. Ja! Mach dich mal nutzlos. Walker, so toll. Ja. Kimari. Kimari. Spezial. Spezial. Ich muss jedes Mal wieder über nachdenken. Spezial? Tech? Hartes Magie. Machen Feuer drauf und machen Wasker drauf. Also dann löschst du das Feuer, das du drauf gesetzt hast. Immer so schön in der linken Leiste. Und Wasker hinterher. Lulu hat in letzter Zeit scheinbar viel Magie gekriegt. Inzwischen ist da ein Riesenunterschied zwischen den Angriffen von Lulu und Kimari. Ja gut, Kimari steht ja in 8 Leveln auch da einfach und tut nichts. Ja, das stimmt. Verstärken ihn irgendwie nicht mehr. Ja. Er wartet halt. Komm Lulu, du machst um die 10.000 Schaden. Da will ich auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt sie auswechseln. Zack. Bumm. Von Schienen angezogen. Jetzt können wir Auron. Jetzt können wir Auron holen. Ja. Auron! Auron! Mach mal Panzerbrecher drauf. Hast Panzerbrecher. Guck, ob es funktioniert. Hey, ja! Ja. Nice. Sind immer schwach gegen Panzerbrecher. War das Gravitas? Nein, aber er hat Hast weggenommen. Ach, er hat Zauberneutralisator benutzt. Ja. Rico war noch nicht dran. In der Tat. Dann schauen wir doch mal, was Sin so Schönes gibt. Etta! Nichts so Nützliches, bitte. Wollte sagen, die gehen offenbar nicht davon aus, dass jemand Sin beklaut. Was ist das denn? Wir sind Turbo-Äther, können sie uns geben. Und Äther? Ja. Wir benutzen denn schon Äther. Ja, dann. Oh mein Gott, das Marus-Trio. Jetzt, wo alle was getan haben,
Diesmal mit schneller Animation. Ja, die haben wir bis jetzt nur ein einziges Mal wirklich benutzen dürfen und wir haben noch kaum was von den Angriffen gesehen. Da würde ich doch gerne mal wieder ein bisschen was von Margus Trio sehen. Also Margus Trio. Freie Hand, na los. Oder liebet euch. Ja, na los, Muck. Ist aber nicht na los. 10.000 Schaden. Bitte kämpft. Psing. Oh, nur 5.000. Bitte kämpft. Was nehmen wir sein? Schmelzklinge, yes. Nice. Bams. 30.800 Schaden. Duck. Duck ist der Fette. Mach was du willst, oder? Mhm. Bitte weiter. Hier kriegst du eine freie Hand. Langweilig. Das ist das Schlimmste, was natürlich passieren kann. Ja. Du sollst bitte kämpfen. Mach doch mal einen Nadelangriff oder so. Mach doch nicht so eine Scheiße. Du. Letzte Aktion wiederholen. Ob das wohl funktioniert? Bitte weiter. Hab dein Team mal lieb. Der macht einfach nicht das, was ich will, aber das Gute ist nämlich seine stärkste Angriffstechnik. Wasserrutsche! Bams! 14.712 Schaden. Und Sheen macht wieder seinen Zauberneutralisator, was nicht viel macht gegen unsere Leute. Ja. Außerdem scheint er zu atmen. Sin atmet ein. Er hat seinen Mund geöffnet. Ich finde schön, dass Duck einfach nie dran ist. Freie Hand. Toll. Gute Arbeit, dir Vertrauen ist so nützlich. Ja. Jetzt aber, komm, bitte weiter. Schmelzklinge! Zack, boom! 32.200 irgendwas Schaden. Bitte kämpfen. Ach, Nadel endlich! Sprüher. Jetzt haben wir alle starken Angriffstags. Daka, 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 daka. Oh, er ist tot. Oh, war nicht vernichtend. Nee. Ach, Mensch, Käferdarm. Ja, ist das einzige Problem bei dem Margus-Trio, wenn man nicht gerade die Ekstase einsetzt, kann man sich nie so ganz sicher sein, ob man das richtig Overkill kriegt oder nicht. Oh. Ey, wir haben Sins Nasenspitze getötet. Und dadurch haben wir scheinbar ein Portal geöffnet. Ein Portal in das Innere von Sheen. Kommen wir jetzt tatsächlich nach Zanarkand. Es ist echt immer wieder beeindruckend, wie unfassbar dämlich Walker in den Freelance Cutscenes aussieht. Hm? Wie sieht das aus, als hätte er einen IQ von minus 38? Wie so ein Minecraft-Dorfbewohner. Ja. Hm? 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 Dass der Sabber nicht aus dem Mund läuft, ist doch alles. Ja! Das Sima? Keine Ahnung, es war ein Auge. Wir sind gerade mitten reingeflogen. Sah irgendwie so aus. Hm, schön hier. Ja, sehr himmlisch. Und wir hat Lulu scheinbar keine AP bekommen. Warum nicht? Hat die echt nichts. Aber die hat doch zweimal sogar Hades Magie benutzt, ja, oder? Weird. Weird. Warum hat die keine AP gekriegt? Keine Ahnung. Das Inventar ist voll! Ich wusste nicht, was geht! Ja, wir haben irgendwie zu lange nicht aufgeräumt. Wir haben nie aufgeräumt, meinst du? Ja. Kannst du einfach von den Rechern wegschmeißen? Nein, die sind viel wert. Den Dreck können wir irgendwann mal verkaufen. Hier, Flammenschwert, das ist überhaupt nichts wert. Select. Für Banden. Ich glaube, das einzige Mal, dass man in dem Spiel scheiß Select-Knopf benutzt. Dan! Where are you? We must go to him. Ich glaube, du kannst dich schon bewegen. Then we will. Oder? Ja. Let me take front. Good luck. Wartest du durch Wasser? Follow me. Nee, okay, sag nur so. Wir schweben auf dem Wasser. Ja, schön, ne? Zum Flugschiff. Eigentlich würde ich ja jetzt sofort loslaufen, aber wir haben irgendwie ein volles Inventar. Ich muss mal hinzurennen. Du schwörst alle auch wieder mit ins Luftschiff reingekommen sind. Tja. Alle längst aus dem Bildschirm rausgelaufen. Lass uns die Welt retten. Whoop. Nö. May I help you? Ja, ich will dir Zeug verkaufen. Kann ich? Ja, kann ich. Wissensdurst. Rächer. 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 Sturmschwert. Halt mal, sieht gut aus. Eisschwert. Wasserschwert. Wasserschwert. Bruchschwert.
Wario-Schwert. Barock-Schwert. Noch ein Barock-Schwert. Noch ein Barock-Schwert. Barock-Schwert. Storm-Zur-Schwert nicht. Behalten wir. Langschwert. Das hat mir ganze 12 Kill gebracht! Blizzard-Schild. Aqua-Schild. Das Ding haben wir gebastelt. Können wir gar nicht verkaufen. Hat er ausgerüstet, glaube ich. Ja. Wir waren auch drin. Ups. Blindschild. Blindschild. Shell-Schild. Explitz-Schild. Das können wir vielleicht sogar gebrauchen. Perlenschild. Wanderschild. Schild. Buckler. Buckler, Buckler. Waisenstab. Sollen wir verkaufen? Lassen wir mal noch da. Den kannst du wieder verkaufen. Glimmerstab. Kälteschlag. Yay. Eisstab. Kraftwandler. Yay. Stärkestab. Noch ein Stärkestab. P-Generator werden wir auch niemals benutzen. Vulkanring. Doria-Ring. Tschüss, ein Kram. Das Steinwall drauf, das behalten war. Ring der Sänftigung. Echo-Ring behalten wir einfach mal. Der kommt weg, der kommt weg. Notbrotes. Kann ich auch weg. Ja. Not-Ex-Eis auf jeden der Fall. Quartettring, die Quartettringe bleiben beide. Die Reiseringe kannst du aber beide wegschmeißen. Reisering, Reisering. Glorienring. Kann ich noch um Jahre handeln. Ja. Das behalten wir einfach erstmal. Durchschlag, Hitzeschlag, Kraftwandler, ja. Kann ich auch weg. Stromschlag, Stromschlag, auch. Schlafschlag. Auch. Alles so alter Kram. Durchschlagangriff plus 5, Z-Angriff plus 10. Ja. Wunderwandler. Wunderwandler. Einfach nur Durchschlag zweimal. 12G. Gelbes Band. Steinwehr Gipfel behalten wir mal. Da sind zwei freie Slots drauf. Not-Excess kann auf jeden Fall weg. Tobsuchtschutz. Halten wir einfach mal eins von für den Fall eines Falles. Das ist der Not-Ex-Eis kann auf jeden Fall weg, der weiße Schirm. Weißer Schirm. Reiseband, Reiseband. Band. Was hat der denn momentan ausgerüstet? Den Dragonerspeer. Zauberkonto, Ausweichkonto. Ah ja, okay. Der auch 88.000 Gil bringt, wenn man verkaufen würde. Ja. Ja. Die Stichlanze mal noch ein bisschen. Feuerlanze kann weg, Blitzlanze kann weg, Wasserlanze kann weg. Magierjäger. Sturmattacke. Geht auch weg, ne? Oder willst du noch behalten? Behalten wir einfach mal. Ability-Wandler und Sturmschlag. Ability-Wandler, weil schon Ability-Wandler drin ist. Halbert, Halbert, Halbert. Wunderwandler. Wunderwandler, Ritterlanze. Steinreif kann. Okay. Nord-Ex-Freak kann auf jeden Fall weg. Glorienreif. Kann man auch behalten. Halten wir zum Basteln. So, die ganzen Datenbälle kannst du wegschmeißen. Datenball, Datenball. Ausweichkonter. Es hat nur Ausweichkonter weg damit. Ja. Nur zwei Feuerbomben mit einfach nur Hitzschlag können weg. Feuerbombe, Eisbombe kann weg. Ausgerüstet. Eisbombe weg. Blitzbombe, Blitzbombe kann weg. Wasserbombe kann weg. Venomball kann weg. Wechselspieler kann weg. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas zum Basteln haben bei ihm. Dann behalten wir den. Das kann weg. Das kann auch weg. Den Boss behalten. Das ist Käfigwaffe. Ich würde sagen, das ist eine Käfigwaffe. Die behalten wir auf jeden Fall. So, dann. Weiße Ecke. Oh, der hat gar nicht so viel. Hätte ich die weiße Ecke vielleicht auch behalten sollen. Egal. So. Hitzeschlag. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Oh, Zombie-Attacke. Behalten wir mal. Ich wusste gar nicht, dass wir sowas haben. Doch, sowas haben wir. Kiste von Schlaf kann weg. Kiste von Blitz. Ja, weil wir nur so. Weil das ist die einzige, wo wir Z-Angriffe haben. Dann haben sie einen viel besseren inzwischen. Wir haben halt nie geguckt, was wir an Zeugs gekriegt haben. Zeitwandler, Mogri. Feuerwappen kann auch weg. Feuerwappen, 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 Donnerwappen. Schleitschutz kann man immer gebrauchen. Giftschutz kann weg. Schlafwall. Auch weg, Sturmschutz.
Zum Schutz. Das behalten wir mal, weil so viel drauf ist. Blind ist egal bei ihr. Na. Mein Gott, haben wir viele Blindwappen? Ja. Leuchtwappen, Wanderwappen, Lebenswappen behalten wir. So, Adlerauge kann weg. Pfadfinder, Erstschlag, das kann man mal behalten. Kampfirre, Notextase. Kälteschlag kann weg. Das ist eine Käfigwaffe. Die behalten wir auf jeden Fall. Steinschlag. Aber sonst nichts drin, kann auch weg. Kann auch weg. Flexklau behalten wir auf jeden Fall. Ja. Mentalarm, ein MP-Generator. Was? Ja, stimmt. Kälte- und Hitzeball. Was Besseres. Shellarm, Notshell. Metallarm, Metallarm, Felsarm. Den haben wir ausge... Ach ja, wegen Steinschutz. Nee. Dann kann der obere Zauberarm weg. Phantomwappen hatten wir nämlich und Siegesarm. Ja. So, und dann sind wir bei den unsortierten Sachen. Ja. Ascaron. Doppel-AP kann man ruhig mal behalten. Noch. Ja, stimmt. Stummwall, Blindwall kann man behalten. Zauberkonter, Konter. The Walker. Okay. Brauchen wir für Juna MP-Verbrauch 50%? Nö. Wirklich nicht. Autoreflekt kann man auf jeden Fall behalten. Toxinstab, Giftattacke. Ja, für Juna. Bringt viel Geld. Ja. Und jetzt der komische Siegelstab mit Steinattacke und Zeugs. Das Steinattacke ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ne. Zombie-Wall mit Zombie-Wall kann man auch mal behalten. Das ist die Turtelroute. Ach, Gemachattacke, das ist ein Turtel. Da bin ich mir nicht sicher. Hä? Das ist ein Turtel! Was hat das mit. Was hat Turtel mit irgendwas zu tun? Thank you. Your patronage is very much. Ja, ja, halt die Klappe. Ja. Wir haben jetzt wieder sehr viel Platz. Musst du in Items gehen, wenn du es ordnen willst. Musst du ja auch in Ausrüstung dann automatisch. Zack. So, jetzt ist das doch alles wieder etwas übersichtlicher. Die wollte sich euch eine bessere Waffe geben. Ach ja, genau, die Waffe war das, was bei ihr so ungünstig war, um das mal so auszuwählen. Lord Zwiebel! Ja. Z-Angriff plus 5%. Dann. Ja, vielleicht soll sie ja auch mal das Null-Monster wegnehmen, wenn wir jetzt gleich irgendwie noch Zeugs machen wollen. Wieso? Achso, so mache ich das. Wieso war Lulu? Da ist Lulu. Dann Variomog. Schauen wir doch mal, was wir hier Lustiges geben können. Dum, 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 dum. Ausweichkonter für Teleportzerien. Doppelextase. Zauberkonter für Lichtsteine. Doppelextase für Wendeblätter. Konter! Ja. Ein Schwarzfluorin für Z-Angriff plus 10%. Aber wir benutzen Schwarzfluorin eh nicht, ne? Ne, eben. Gemach, die Schläge brauchen sowieso alle nicht. Gibt es hier denn irgendwas Sinnvolles, das man ihr geben könnte? Nö. Durchschauen, wenn man es haben möchte. Wir könnten sie natürlich zu unserer einen Durchschauen-Tante machen. Was ist Präventivschlag? Der Feindkontakt kann sofort gehandelt werden. Ja. Was ist der Unterschied zu Erstschlag? Gelegentlich kann sofort gehandelt werden. Aha, also ist Präventivschlag der Unterschied ist, dass Erstschlag schlechter ist als Präventivschlag. Ah ja. Ja komm, wir machen. Das Ding muss ja keine ultimative Waffe sein. Das ist ein Suchkaktor! Mal Z-Angriff. Ah, machen wir einfach plus 3% rein. So. Suchkaktor hat die Ability plus 3%, dann hat sie 8% und durchschauen auch, das reicht völlig aus. Ich wüsste schon, dass der Variomog zu einem Kaktor geworden ist. Scheinbar, dass es Theorien rein zu prompten hat, das ganze Ding äußerlich geändert. Hatte ich sonst noch was vor? Genau, ich wollte Lulus Rüstung ändern. Auf HP20? Oder nehmen wir die Sorgs. Und dann auf jeden Fall noch Rikus, weil die irgendwie Steinschild drin hatte. Riku mit ihrem Felsarm hier. Können wir die ganzen Welle reinnehmen. Ja, und dann vielleicht bei Walker noch, da ist ein Steinwall da drin. Okay, wir haben nichts mehr. Wollte gerade sagen, okay. Wir haben glaube ich... Der hat sonst nichts Nützliches scheinbar. Gut, ansonsten sieht das glaube ich... Und du könntest die Fangwaffen wieder reintun. Ja stimmt, wir brauchen die Fangwaffen wieder zurück. Tidus, du musst leider dein Ultima-Schwert aufgeben. First und Tor-Schwert ganz unten. Dann hier die Überlebensklaue muss weg bei Riku. Ach ja, Riku hat ja auch.
Lycord ja die nützlichste Methodattacke. Ja. Und dann Walker mit Absatzfalle. Absatzfalle und Auron. Hat das Ding sowieso noch an. Ja, haben wir nie abgelegt. Ja. Auron hat die ganze Zeit mit der Kirby-Waffe gekämpft. Ups. Das ist ja nur Sin gewesen. Ja. Hätte man den mal fangen können. Sin gefangen! Sin kann nicht gefangen werden. Wieso nicht? Die spawnt einfach. Es wird sie in der Monster-Arena. Welp. Wie soll ich davon 10 Exemplare kriegen? Ja, der respawnt ja alle paar Jahre, ne? Naja. Muss halt eine Weile spielen. Naja. Jetzt, das hat ein bisschen gedauert. Wir sehen uns nächsten Mal wieder, wenn wir Sins Inneres mal besuchen werden. Ja. Das kann ja nur gut gehen. Ja, auf jeden Fall. Bis dahin, see ya. Aloha.